Allein auf dem Mars gestrandet muss der Botaniker Mark Watney monatelang in einer lebensfeindlichen Welt überleben, bis seine Crew ihn mit einem krassen Stunt rettet. Das ist die mega spannende Story von Der Marsianer. Und natürlich habe ich mich gefragt, könnte der Marsianer wirklich so passieren? Würde ein Mark Watney wirklich allein auf dem Mars überleben? Und könnte so eine wahnwitzige Rettungsaktion wirklich funktionieren? Das beantworten wir heute mit zwei Experten, von denen eine wirklich schon mal eine einjährige Mars-Mission gemacht hat. Und ich kann schon mal so viel verraten, vieles im Film stimmt, aber es gibt mindestens einen Punkt, der die ganze Geschichte kollabieren lässt. Der Marsianer von Ridley Scott soll besonders realistisch sein. Und die Buchvorlage ist natürlich noch viel besser. Tatsächlich soll der Autor, Andy Weir, sich tief in die wissenschaftlichen Themen reingefuchst haben. Aber stimmt das wirklich? Um das zu überprüfen, haben wir zwei Experten eingeladen. Volker Schmidt ist Luft- und Raumfahrt-Systemingenieur und war viele Jahre lang zuständig für die ISS und Astronautik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dabei hat er tagtäglich mit Astronauten wie Alexander Gerst und Matthias Maurer gearbeitet. Und Dr. Christiane Heinicke ist Forscherin für angewandte Raumfahrttechnologie und beschäftigt sich damit, wie man Marsstationen für Menschen bauen kann. Und sie hat sogar schon ein Jahr lang auf dem Mars gelebt. Natürlich nicht auf dem echten, sondern in einer simulierten Station auf Hawaii. Dort lebt sie mit einer realistisch zusammengesetzten Crew auf engem Raum zusammen. Essen, Wasser, Sauerstoff, alles war rationiert. Mit der Außenwelt konnte sie nur mit 20 Minuten Verzögerung kommunizieren. Und rausgehen ging nur in einer sorgfältig geplanten Außenmission im Raumanzug. Das heißt, ich war auf dem simulierten Mars tatsächlich, als der Film rauskam und die Produktionsfirma hat uns dann tatsächlich den Film zur Verfügung gestellt, dass wir ihn auf dem Mars, den Marsianer, gucken konnten. Also, ich würde sagen, wir haben die perfekten Experten, um über Marsmissionen zu sprechen. Und jetzt klären wir Fragen wie: Wo kommt der Sauerstoff für so eine Mission her? Wie kommuniziere ich mit den Menschen auf der Erde und wie würde die Station auf dem Mars in echt aussehen? Die Station hat Vorräte, die schon vor den Astronauten mit einigen Versorgungsflügen angeliefert wurden. Das ist realistisch. Ob die Astronauten die Station gebaut haben oder die Station sich robotisch selbst errichtet hat, das wissen wir nicht, zumindest nicht im Film. Man arbeitet allerdings in der Realität definitiv an vollautomatischen Lösungen. Es wäre für die Astronauten ja einfacher und auch sicherer, wenn bei ihrer Ankunft schon eine funktionsfähige Station auf sie warten würde. Ein Hauptproblem auf dem Mars ist Wasser. Es gibt zwar Wasser auf dem Mars, aber die Station hat keine externe Wasserquelle. Watney ist also komplett auf die Wasseraufbereitung angewiesen. Dazu gibt es tatsächlich heute schon brauchbare Technologien, die zum Beispiel auf der ISS eingesetzt werden. Etwa 80-90% des Urins wird wiederverwendet. Und wenn jemand Sport treibt und schwitzt, dann diese Luftfeuchtigkeit geht auch ins System und es wird auch rausgezogen. Um den Geschmack muss man sich da übrigens keine Sorgen machen, das wird natürlich alles gefiltert. Aber der Kreislauf ist noch nicht perfekt und die ISS braucht auch heute noch zusätzliche Wasserlieferungen. Auch die autonome Sauerstoffversorgung im Film ist realistisch. Das hat der Prototyp MOXIE dieses Jahr erst bewiesen. Der wurde mit dem aktuellen Mars Rover Perseverance zum Mars geschickt und getestet. Zunächst verdichtet er die dünne Marsluft, die aus rund 95% Kohlendioxid besteht. Dann macht er mittels Elektrolyse aus zwei Molekülen CO2, zwei Moleküle Kohlenmonoxid und ein O2. Bei Abschluss des Tests im September 2023 konnte die NASA verkünden, es hat besser funktioniert als erhofft. Aber ein ganz wichtiger Aspekt fehlt beim Marsianer. Und das ist der Strahlenschutz. Wenn ich mir das Habitat angucke, wie es im Film dargestellt ist, da ist kein Strahlenschutz. Es gibt ja weltweit eine ganze Reihe von Analoghabitaten, die halt für Simulationen, für Mars-Simulationen gebaut worden sind. Und keins davon hat einen Strahlenschutz oder wenigstens ein Konzept für einen Strahlenschutz. Für die Humans on Mars-Initiative, an der Christiane mitarbeitet, ist Strahlenschutz aber ein großes Thema. Schließlich ist die Belastung auf dem Mars 40-50 Mal so hoch wie hier auf der Erde. Der beste Strahlenschutz wäre, die Station in Wasser einzuhüllen. Tonnenweise Wasser, aber das ist natürlich schwierig auf dem Mars. Die zweitbeste Lösung ist deshalb, das Habitat in Regolith zu verpacken. Das ist der feine Staub, der dem Mars seine Farbe verleiht. Auch davon bräuchte es meterdicke Wände. Aber wir sehen davon nichts im Film. Es besteht also ein massives Krebsrisiko für Matt Damon. Und das würde in der Realität wohl niemand eingehen wollen. Aber vermutlich wollte man einfach die schöne Station auch von außen zeigen können.
sei den Filmemachern also verziehen. Der Regolith bringt uns aber auch gleich zu dem Teil des Films, der vielen am besten im Gedächtnis geblieben ist. Es geht um Kartoffeln, Knallgas und Kot. Kurz nachdem Mark Watney wegen eines Sandsturms allein auf dem Mars gestrandet ist, stellt er fest, bis die nächste Mars-Mission ankommt, wird er verhungern. Aber der Botaniker findet Kartoffeln unter den Rationen. Also baut er einen Acker mit Regolith, erzeugt zusätzliches Wasser und benutzt den gefriergetrockneten Kot der Crew als Dünger. Das Wasser stellt er her, indem er den Treibstoff Hydrazin zu Wasserstoff und Stickstoff spaltet und dann den Wasserstoff mit Sauerstoff in einer Knallgasreaktion zu Wasser reagieren lässt. Dabei bringt er sich fast um, aber prinzipiell könnte das alles schon sehr gut klappen. Eine richtig dumme Idee ist aber der Regolith-Acker. Würde Mars Regolith nicht ins Innere des Habitats holen? Also zum einen, es ist Staub, klar, den kann ich einatmen. Zum anderen, der Regolith, ich glaube, das hat man rausgefunden, nachdem das Buch schon geschrieben wurde oder geschrieben war. Der Regolith enthält an vielen Stellen auf dem Mars Perchlorate. Und Perchlorate sind für Menschen giftig. Und nicht nur für Menschen, sondern auch für Pflanzen. Da ändert auch der Kot der Crew nichts dran. In Simulationsversuchen auf der Erde reichte einfache Düngung auch gar nicht, um den simulierten Mars-Regolith zu einem brauchbaren Boden zu machen. Und auch die notwendigen Bodenorganismen gibt es im Kot nicht und schon gar nicht im Mars-Regolith. Also spannend, leider unrealistisch, aber noch nicht der größte Plotbrecher. Ein grundlegendes Problem von Mark Watney ist also so offensichtlich wie einfach. Auf dem Mars fehlt es an natürlichen Rohstoffen. Dinge, die für uns selbstverständlich sind, wie Erde, Mikroorganismen oder allein das Wetter, sind essentielle Bausteine des Lebens. Fehlt eines davon, bricht direkt Chaos aus. Das zeigt mal wieder, wie genial unsere Erde ist. Und wenn ihr das auch feiert, dann könnte eine Uhr oder auch Schmuck von Holzkern etwas für euch sein. Uhren von Holzkern bestehen aus natürlichen Materialien. Primär natürlich aus Holz, daher auch der Name. Dieses Modell ist aber beispielsweise auch wasserdicht, weshalb ich sie zum Duschen gar nicht mehr ablegen muss. Mit dem hochwertigen Quarzuhrwerk der Marke Seiko ist sie dazu auch noch sehr präzise und muss nicht täglich geladen werden, wie zum Beispiel eine Smartwatch. Wenn eine Uhr aber nichts für euch ist, dann hat Holzkern auch noch ganz viele andere schicke Accessoires im Angebot. Und egal wofür ihr euch entscheidet, die Produkte von Holzkern werden alle in Kleinserien per Hand gefertigt. Es sind also immer stark limitierte Auflagen und ihr bekommt garantiert immer ein Unikat. In der Videobeschreibung findet ihr neben einem Link zum 15% Dr. Watson Rabatt noch einen Link zum Instagram-Profil von Holzkern. Für alle, die interessiert sind, lohnt es sich vielleicht, da Holzkern zu folgen, denn es könnte vielleicht eventuell sein, dass es sehr bald zeitlich begrenzte, aber preislich sehr interessante Angebote dazu finden gibt. Schauen wir uns Watneys nächstes Problem an. Wie sende ich ein Lebenszeichen zur NASA? Für die Kommunikation will Watney die Plattform einer früheren Mission benutzen, Pathfinder. Pathfinder und ihr Rover Sojourner erkundeten 1997 für 3,5 Monate ferngesteuert den Mars. Naja, ein ganz kleines bisschen davon. Watney fährt mit einem von zwei ziemlich robusten und großen elektrischen Fahrzeugen zu der Stelle hin, und zwar tagelang. Immer wieder muss er pausieren, um das Fahrzeug mit Sonnenenergie aufzuladen. Nun kostet es wahnsinnig viel Geld und Ressourcen, gleich zwei große und schwere Rover zum Mars zu schicken. Sind die Rover also überhaupt realistisch? Ich habe selber schon in so einem Teil drin gesessen, 2018. Die brauchen einen gewissen Raum. Man muss da auch mal eine Nacht drin schlafen können. Es ist wie ein Camper gleichzeitig, ne? Und ja klar, ich meine, solche Rover sind ausgelegt für Expeditionen, die einen vom Habitat in einem bestimmten Aktionsradius rumführen. Und solche Rover, die sind klar, sie müssen robust sein, sie müssen lange halten, auch sie brauchen Strahlenschutz. Okay, gut. Und Watney hat großes Glück. Während die modernste Technologie seiner Station nach wenigen Tagen auf dem Mars zerstört wurde, ist Pathfinder nach 40 Jahren immer noch funktionsfähig. Früher hat man halt noch Wert auf gute Qualität gelegt. Die Kommunikationsmöglichkeiten von Pathfinder sind aber begrenzt. Die NASA holt deshalb die ehemaligen Pathfinder-Ingenieure aus dem Ruhestand. Sie sollen helfen, die Kommunikation zu verbessern. Und dazu benutzen sie eine Kopie von Pathfinder als Modell. Das wird tatsächlich auch so gemacht, dass man wirklich Modelle von dem hat, was man zum Mars schickt, und da an diesen Modellen dann eben das ausprobiert, was man auf dem Mars auch probieren möchte. Watney kann dann per Textnachrichten mit der NASA kommunizieren. Immerhin.
So kann die NASA ihm erklären, wie er vom Mars wegkommen kann. Und das ist ein waghalsiger Stunt. Als sein Team zur Erde kommt, nutzen sie in einem sogenannten Slingshot-Manöver die Gravitation der Erde, um gleich wieder Richtung Mars zu beschleunigen. Wenn ihr Schiff, die Hermes, am Mars ankommt, muss sich Watney einfach nur im richtigen Moment mit einer Rakete in den Orbit schießen, damit die Crew ihn einfangen kann. Aber die Hermes kommt wegen eines neuen Kurses höher und schneller an, als das Mars Return Module fliegen kann. Deshalb muss Watney improvisieren. Er muss die Kapsel 5 Tonnen leichter machen. Viele lebenswichtige Systeme und sogar die Fenster und die Spitze der Rakete sollen alle raus. Stattdessen soll eine Abdeckplane über die Kapsel ziehen. Die Marsluft, die ist ja so dünn, also der Luftwiderstand, die Bremsdrücke oder der Staudruck, der da herrscht, der ist vernachlässigbar. Ein ganz kleiner Kern Wahrheit steckt also schon hinter der Idee, aber realistisch ist das leider nicht. Watney macht also die Kapsel leichter. Die Hermes kommt und er startet. Aber leider reißt die Plane ab. Der Luftwiderstand wird doch zu groß und er erreicht trotz allem nicht die notwendige Höhe. Deshalb muss jetzt die Hermes ihre Geschwindigkeit drosseln. Mit einer selbstgebastelten Bombe sprengen sie eine Luke und die schlagartig ausströmende Luft bremst das Schiff. Ich will nicht sagen, der schlechteste Moment im Film, aber da hat es für mich wehgetan, weil das sollte man echt nicht machen. Und die Aktion hat nicht mal gereicht. Der Abstand zwischen Watneys Kapsel und der Hermes ist immer noch zu groß. Deshalb geht die Kommandantin mit einer Manned Maneuvering Unit auf Außenmission, um Watney einzufangen und natürlich ist ihre Sicherheitsleine zu kurz. Kurz entschlossen schneidet Watney seinen Handschuh auf, um die ausströmende Luft als Antrieb zu nutzen. Und wir können sehr gut sehen, wie einfach das zu kontrollieren ist. Das ist Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite, ich hab also auch gelernt, manchmal ist 2 plus 2 gleich 5 und das muss man gelten lassen bei solchen Missionen oder Herausforderungen. Also solche Visionen, das braucht man auch, damit das ist das Salz in der Suppe, ja, sage ich mal. Ob es hier natürlich stimmt, ja klar, das müsste man jetzt nachrechnen. Okay, also riskant, aber kann vielleicht eventuell klappen. Manchmal muss man wohl einfach hochpokern. Bis hierhin gab es realistische und etwas weniger realistische Stellen, aber alles war bisher immer sehr gute Unterhaltung. Aber jetzt gibt's noch einen ganz zentralen Punkt, der eigentlich den ganzen Plot des Films zerstört. Und auf den wird im Film sogar immer wieder hingewiesen. Die Atmosphäre auf dem Mars besteht zu rund 95% aus Kohlendioxid. Außerdem beträgt der Luftdruck auf dem Mars mit 6 Millibar nur etwa 1/170 von dem auf der Erde. Deshalb muss man ja die Fluchtkapsel vielleicht tatsächlich nur mit einer Plane abdecken. Aber wenn man zu genau darüber nachdenkt, und das tun wir jetzt einfach mal, reißt genau das die gesamte Story ein. Auf dem Mars gibt es häufig spektakuläre Stürme. Ja, dabei entstehen hohe Windgeschwindigkeiten und der feine Marsregolith erzeugt Staubwolken bis zu 50 Kilometern Höhe. Genau so ein Sturm strandete Watney am Anfang der Geschichte auf dem Mars. Die Crew startet ja, weil der Sturm die Rakete umzukippen droht. Aber nichts von dem wäre passiert. Denn zwar sehen solche Marsstürme beeindruckend aus, aber dadurch, dass die Atmosphäre so extrem dünn ist, fühlt sich so ein Sturm von, weiß ich nicht, 400 Kilometer pro Stunde fühlt sich an wie so ein laues Lüftchen auf der Erde. Das Schlimmste an so einem Sturm ist deshalb, dass Geräte wie Solarpanels, Rover und Satellitenschüsseln mit Staub bedeckt werden. Aber das war's dann auch schon. Alles in allem hat Andy Weir also seine Hausaufgaben gemacht. Es gibt zwar noch einige Stellen, wo ihm der Spannungsbogen wichtiger war als der Realismus, aber in meinen Augen ist das auch vollkommen okay. Am Ende des Tages wollen wir ja unterhalten werden und kein Paper lesen. Wenn ein bisschen echte Science im Film steckt, dann bin ich persönlich schon sehr glücklich. Wenn ihr auch unterhalten werden wollt, aber auch gleichzeitig was über Wissenschaft erfahren wollt, vor allem in Filmen, dann ist Wissenschaftler reagieren bestimmt was für euch. Das ist ein monatlicher Livestream, den wir für Arte auf Twitch machen, wo wir immer mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler einen Science-Fiction-Film gucken und den bewerten. Das Ganze geht nochmal viel mehr in die Tiefe, ist um einiges länger und macht immer sehr, sehr viel Spaß zuzugucken. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten an euch, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig, euer Cedric.